Hier auf dieser wundervollen Landesgartenschau in Überlingen haben die Landschaftsgärtner aus der Region hier 13 ganz, ganz tolle Mustergärten gebaut. Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt mit 9 Gärten, die sie an Land gebaut haben. Rund um eine Villa als sogenannte Villengärten. Die sind auch sagenhaft romantisch. Ja, und auch wenn Sie es nicht glauben, ich stehe jetzt auch im Garten, weil 4 dieser Gärten sind nämlich in den See hineingebaut, auf schwimmenden Inseln, die verbunden werden mit einem begehbaren Steg. Und so ein Konzept, Gärten in einen See hineinzubauen, das ist bei Landesgartenschauen in Deutschland bisher noch nie realisiert worden. Also echt eine spannende Sache. Und 2 dieser schwimmenden Gärten stellen wir Ihnen in der heutigen Folge vor. Gartenträume werden Ihnen präsentiert von Ihren Experten für Garten und Landschaft, Gallabau Baden-Württemberg. Ja, und diese Idee, Gärten schwimmen zu lassen, die stammt von Herbert Dreiseitel. Das ist ein Künstler und Landschaftsarchitekt, der hier in Überlingen ja wohnt und arbeitet. Und er hat sich überlegt, diese Villengärten praktisch auf den See rauszuziehen. 4 Gärten sind an einen großen Steg angedockt. Die kann man anschauen, so wie diesen hier. Und 6 Gärten drumherum, die schwimmen frei im See. Also das ist eine Idee, die wirklich auch planerisch einmalig ist, glaube ich, bei Landesgartenschauen in Deutschland. Ganz, ganz großartig. Ja, und los geht's mit dem Garten der Firma Gartengestalten Grimm aus Hilzingen. Und der hat das Motto, die Leichtigkeit des Seins. Die Leichtigkeit des Seins, na, das ist ein Motto, was wirklich auch in die Zeit passt. Es geht also um Relaxen, es geht um Entspannen. Es geht darum, einfach mal den Alltag zu vergessen und alle 5 gerade sein zu lassen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Motto gefällt mir. Und deshalb mache ich jetzt was, was Sie leider nicht dürfen. Ich darf hier rein und ich relaxe jetzt mal in dieser Looping-Liege. Erstmal muss ich hinkommen, ohne Flurschaden zu machen, aber das schaffe ich. Muss ich noch runterkommen? Wunderbar. Tja, und ich würde sagen, hier lässt sich's echt aushalten. Und natürlich haben wir sagenhafte Ausblicke hier raus auf die Landschaft des Bodensees. Ich merke schon, wie es bei mir anfängt zu entspannen. Aber das Entspannen heißt ja auch im Garten, dass wir uns nicht zu viel Arbeit machen. Und das war hier auch der Grundsatz dieser Staudenplanung, dieser gesamten Pflanzplanung. Und zwar sind das insgesamt 60 verschiedene Staudenarten. 60. Und die haben 4 verschiedene Jahreszeiten in der Blüte. Also es wird hier vom Frühling bis Mitte, Ende Oktober immer was blühen. Der Frühlingsaspekt ist weg, klar. Jetzt haben wir den Frühsommeraspekt gerade mit noch mit den letzten Schwertlilien in verschiedenen Farben. Das ist ganz toll. Die Wolfsmilch sind auch schon durch. Die sind weg schon. Und jetzt fängt aber schon der Sommeraspekt an. Diese Doldenblütler hier, diese Steppenkerzen, die werden die nächsten 2-3 Wochen dann das Regiment übernehmen, wenn dann diese Zierlauch schon verschwunden sind. Und dann haben wir noch nach dem Hochsommer ein Aspekt von Pflanzen, die bis in Oktober reinblühen, die sehen wir zum Teil noch gar nicht richtig, die müssen sich erst entwickeln. Ja, und die Pflanzung hat 2 Höhepunkte, das sind diese beiden rotlaubigen Zieräpfel, da haben wir leider die Blüte schon verpasst, aber diese Zieräpfel, die sind vom Gärtner, vom Baumschulgärtner aufgeschnitten, das heißt so gestaltet, dass man zwischen dem Baum durchgucken kann. Normalerweise hätte der ja überall Blätter. Hat er jetzt aber nicht. Auch hier wird praktisch der Blick auf den See immer möglich gemacht und man kann so richtig schön genießen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal noch ein paar dieser tollen Pflanzen im Detail an. Ja, über diese wundervollen hohen Bartiris haben wir schon gesprochen. Die sind allerdings in den nächsten Tagen am Abblühen. Aber auch ein ganz wichtiges Konzept dieser Pflanzung sind die Gräser. Wir haben hier das Lampenputzergras und hier das Goldährengras. Da sieht man, wenn es jetzt Wind geben würde, würde in der Bodenseebrise dieses Gras wunderschön leicht schwingen. Und eben auch wieder dieses Motto des Gartens widerspiegeln, Leichtigkeit des Seins, also alles entspannt, alles locker und sehr, sehr vielfältig. Und jetzt schauen wir uns mal noch diese Pflanze an. Das ist eine
Steppenwolfsmilch. Die breitet sich hier wunderschön aus, die beginnt sich schon auszubreiten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den Wolfsmilch-Effekt. Sehen Sie hier? Hier kommt die Milch raus, die Wolfsmilch. Und da gibt es so Legenden, wie giftig die wäre. Wenn Ihnen das passiert, einfach Hände waschen, bitte nicht ins Gesicht fassen. Das ist allerdings nur, das ist nur hautreizend. Und wenn Sie das einmal an die Hand kriegen, macht das überhaupt nichts aus. Außer wenn Sie Stecklinge schneiden oder als Gärtner damit arbeiten, dann sollte man Handschuhe tragen. Also keine Panik. Die Wolfsmilch, eine wunderschöne Pflanze, die auch mit diesem filigranen Laub das ganze Pflanzkonzept noch mal unterstützt. Ich denke, Sie spüren selbst, dass dieser Garten die Leichtigkeit des Seins wirklich repräsentiert. Da kommt man wirklich runter, man beginnt sich so ein bisschen zu beruhigen. Genau das Gegenteil zur Leichtigkeit des Seins symbolisiert dieses Riesenstück Käse hinter mir, an dem die Maus knabbert. Das ist nämlich ein Symbol für die übernächste Landesgartenschau 2024. Die findet an der Käsestraße statt, in Wangen im Allgäu. So. Und jetzt gibt's Werbung und nach der Werbung schauen wir uns den nächsten schwimmenden Garten an. Und wir sind jetzt zurück aus der Werbung und stellen Ihnen den nächsten Garten vor. Der hat den Titel Verbindung und wurde geplant und gebaut von Gartengestaltung Gropper in Waldburg. Tja. Und was die Herausforderung bei diesen schwimmenden Gärten insgesamt ist, das sieht man hier. Erstmal müssen die Gärten gleichmäßig beladen werden. Also das heißt, die Gärtner, die Landschaftsgärtner müssen schauen, dass gerade solche großen Steine, die Platten, so platziert werden, dass der Schwimmkörper, dieser ganze Garten im Gleichgewicht bleibt. Und man sieht hier, es ist passiert, dass er nicht ganz im Gleichgewicht ist. Da ist aber nicht die Firma Gropper schuld, sondern einer der Schwimmkörper ist defekt und der wird die nächsten Tage gewartet und repariert. Und dann kommt die Insel wieder auf der einen Seite ein bisschen höher und schwimmt wieder gleichmäßig im Bodensee. Also diese schwimmenden Gärten, ja, die sind schon ein Wagnis und ich finde es einfach faszinierend. Ja, der Garten der Firma Gropper hat das Motto Verbindung. Und das können Sie von hier aus sehr schön nachvollziehen. Einmal ist klar, die Verbindung zum Bodensee ist da. Die Insel schwimmt auf dem Bodensee. Dann haben wir hier eine Verbindung mit einem Seil zur nächsten Insel, sodass die nächste Insel nicht wegschwimmt. Und wir haben ganz, ganz groß gedacht, wirklich groß gedacht, haben wir die Verbindung ins Weltall. Das Weltall wird nämlich symbolisiert durch diese gebogenen Stangen und oben hängt dann die Erde quasi frei hängend im Weltall drin. Auch eine ganz besondere Verbindung. Also ich steige jetzt mal hier drüber, das dürfen Sie, wenn Sie die Landesgartenschau besuchen, bitte nicht machen. Ich darf es heute für die Dreharbeiten machen. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam auch noch die Pflanzung und die Ausblicke von dieser schwimmenden Insel aus an. Auch das Pflanzkonzept dieses Gartens schafft Verbindung im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um die Farben Blau und Weiß. Klar ist blau, symbolisiert das Wasser und das Wasser ist dann verbunden mit dem Funkeln des Wassers, wenn die Sonne scheint. Ja, und ich fange gleich mal an mit einer ganz tollen Pflanze. Das ist hier die Katzenminze. Die hier gepflanzt ist eine der besten Insektenpflanzen überhaupt. Man sieht, es summt und brummt hier und die Pflanze ist sehr, sehr pflegeleicht, breitet sich hier wunderschön aus, blüht den ganzen Frühsommer und der Clou ist, wenn die verblüht ist, dann können wir die einfach zurückschneiden und 6 Wochen später blüht sie dann nochmal fast bis an den Frosch dran. Also Katzenminze großartig und Sie merken das im Leben, man hat ein Konzept, man hat ein Prinzip und da gibt es kleine Ausreißer. Und das Gelbe hier ist der Ausreißer, aber sehr freundlich und sehr, sehr stimmungsvoll. Dieser Balkanginster passt auch wirklich gut hier rein. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben nochmal eine tolle Pflanze und das ist hier dieser Salbei. Passt auch mit dem Blau optimal zum Wasser und zum Abschluss hinten dieses wunderschöne Hornkraut. Und das hat ja beides in sich. Das hat Weiß und Grau. Also auch nochmal eine tolle Pflanze, die zu diesem Garten optimal passt.
Ja, und auch bei der Materialwahl schafft dieser Garten Verbindung. Das sind nämlich alles Natursteine, die haben also Verbindung zur Natur. Sie sind der Natur in dem Fall entnommen. Tja, Sie merken eins, dieser Garten, der gibt uns neue Ein- und neue Ausblicke. Also man erlebt die Natur, man erlebt seine Umgebung völlig neu und es entstehen völlig neue Perspektiven. Ja, und Verbindung schaffen auch die Pflanzen, nämlich die Gehölze, die hier wachsen, Verbindung zum Boden. Da haben wir einmal im Vordergrund diese silberblättrige Zwergweide, passt auch optimal ins Farbkonzept, spiegelt dieses Funkeln des Sees wieder. Ja, und wir haben dann hier diese Spiere, richtig schön weißblühend, auch optimal passend zum Farbkonzept. Und wir haben hier die Zwergkiefer. Auch diese Pflanzen, alle drei, sind unglaublich widerstandsfähig, weil es ist ja hier nur ein ganz geringer Bodenaufbau. Ich muss aufstehen, weil so im Knien kann ich mein Gleichgewicht nicht halten. Die Insel schwankt ziemlich. Also diese Pflanzen müssen sehr robust sein, weil es ist ja hier nur so viel Boden drauf. Es darf ja auf dieser schwimmenden Insel so wenig wie möglich Gewicht sein, damit sie eben nicht untergeht. Ja, und dann gibt es noch eine Verbindung bei den Pflanzen, nämlich die Verbindung zum Himmel, indem nämlich diese beiden Glycinien, diese weißblühenden Glycinien, hoch empor zum Himmel wachsen. Und Sie wissen natürlich als erfahrene Hobbygärtner, die gibt es eigentlich in der Hauptfarbe Blau und dann gibt es sie auch noch in Rosa. Aber hier sind sie natürlich in Weiß, weil das optimal auch zu diesem Pflanzkonzept passt. Und das war es auch schon für heute von den schwimmenden Gärten auf der Landesgartenschau Überlingen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Gallabau Baden-Württemberg. Wir machen das.